Spurensuche nach jüdischem Leben. Dieses Mahnmal aus Beton symbolisiert Bibliotheksregale, die nach außen gewendet sind, sodass die Bücher ihre Rückseite mit dem Titel verbergen. In den Sockel eingelassen sind die Namen aller Konzentrationslager. In the afternoon of our first day in Vienna, we started exploring Jewish roots. This memorial is a concrete construction. The outsides are cast library shelves turned inside out. Engravings at the foot show the names of all the concentration camps. Hallo, ich sitze hier am Judenplatz in Wien und hinter mir ist das Mahnmal für die österreichischen Juden, die Opfer der Shoah geworden sind. Dieser Platz hier ist der älteste jüdische Platz in Wien, wo schon vor 900 Jahren die erste jüdische Gemeinde entstanden ist. So I'm sitting here at the place of the Jews in Vienna, and in the background you see the memorial of the Austrian Jewish victims of the Shoah. This place is the oldest place where the first Jewish community in Wien, in Vienna, lived. Oops. So the second phase of Jewish immigration into Vienna took place in the second half of the 19th century, and this has always also been the time where the family of the people whose story is told in the Vienna book came to Vienna. But they didn't come to the Judenplatz here, but they came to the so-called Matzesinsel, which was in the second Bezirk of Vienna, and which we will visit tomorrow and show you more of this at that time. Die zweite Phase der jüdischen Einwanderung nach Wien fand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt. Die Gesetze wurden gelockert, Juden durften sich hier ansiedeln. Es kamen sehr viele Juden aus Galizien, aus Osteuropa, unter anderem etwas später allerdings auch die Familie, deren Schicksal in dem Roman Vienna von Eva Menasse besprochen wird. Die zogen als allerdings nicht hierhin zum Judenplatz, sondern auf die sogenannte Matzesinsel im zweiten Wiener Bezirk in der heutigen Leopoldstadt. Und da werden wir jetzt hingehen und werden euch von dort einige Eindrücke mitteilen. Vorher jedoch besuchen wir das Jüdische Museum. Hier gibt es ein wunderschönes Modell des jüdischen Viertels im mittelalterlichen Wien. Und hier im Keller des Museums die Fundamente der Synagoge aus dem 12. Jahrhundert. But before we'll visit the Jewish Museum with a marvelous model of the medieval Jewish quarter of Vienna. And 4 meters below street level, a surprise, an archaeological site. It is a foundation of the old synagogue dating from the 12th century. Auf der rechten Seite die alte Judenstadt. On the right hand side the medieval Jewish quarter.